4 Updates und 13 neue Mods heute im Mod Hub. Bleibt dabei, es geht gleich los. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Heute schauen wir auch wieder in den Mod Hub. Und zwar gab es heute wieder etwas Bewegung da. Und zwar gab es 4 Updates und 13 neue Mods. Und die schauen wir uns im Einzelnen an. Das erste Update kommt heute von Ostri mit seinem Silage Silo Pack. Es handelt sich hier um einen Pack von kleineren Fahrsilos. Und zwar ist das jetzt die Version 1.1.0 für alle Plattformen. Und hier wurde der Shader-Fehler behoben, der die Reifen weiß machte. Ola Haldor, NMC T-Bone bringen das nächste Update, und zwar für den Orkel TX130. Downloadgröße 24,36 MB in der Version 1.0.0.2 und zwar für PC und Mac. Hier wurde die Möglichkeit zum Transport von Big Bags oder Paletten ohne Entleerung hinzugefügt. Na, das heißt also, man kann hier auch, wenn die Wand da ist, kann man hier auch Paletten und Big Bags transportieren, ohne dass sich die entleeren. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas Gutes. Das nächste Update kommt von Universe Simu Modding, und zwar für das Roland Pack. Das war eines der großen Packs, die ganz sehr früh im LS erschienen sind. Es ist ein Pack von 10 Anhängern und 3 Container der Marke Roland. Das Update hier beinhaltet, dass die Ballenwagen jetzt Autoload-Funktion haben, wenn man das haben möchte. Und auch wurde der Zugang für die Konsolenspieler gegeben. Downloadgröße 86,91 MB, Version 1.0.0.1. Hier sehen wir die ganze Palette von verschiedenen Wagen oder Anhänger, die hier hinzugefügt worden sind oder abgedatet worden sind. Hier der Ballenanhänger, der mit Autoload ausgestattet werden kann. Das nächste Update kommt von Alien Jim. Und zwar auf seiner Niemandsland-Karte No Man's Land. Downloadgröße 62,84 MB und für alle Plattformen und jetzt in der Version 1.1.0. Hier wurde aktualisiert, dass jetzt auch andere Gegenstände, die vorher im Hofladen nicht angenommen worden sind, verkauft werden können. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass die Steine, die Feldsteine, konnten am Hofladen nicht verkauft werden. Daher das Update, jetzt können Steine mit unter anderen Sachen auch verkauft werden. Auch wurde ein platzierbares Sägewerk hinzugefügt, welches Bretter herstellen kann. Und zahlreiche weitere Optimierungen wurden vorgenommen. So, das heißt, die Karte wird immer mehr bespielbar. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich eine Let's Play-Serie vorbereite, die dann auf jeden Fall im neuen Jahr starten wird. Der nächste Mod, den ich vorstellen darf, ist von Nico73 Modding, und zwar gehäckseltes Stroh für Erntemaschinen. Dieser Mod ermöglicht das nicht gesammelte Stroh, das aus dem Drescher kommt, also wenn man es nicht in eine Bahn legt, sondern streut, dass dieses als Düngestufe gilt. Ne? Also das gehäckselte Stroh gilt als Düngestufe, wenn das Stroh gestreut wird. Der Mod ist in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der nächste Mod, der neu hinzugekommen ist, ist von Viper GTS 96. Und zwar ist das das Store Delivery, also Filiallieferungen hier in der deutschen Übersetzung. Und zwar ermöglicht dieser Mod, dass die Fahrzeuge, die du kaufst im Store, direkt an deinen Hof geliefert werden. Zu einem Aufpreis von 2,5% vom Gesamtpreis. Um dies zu aktivieren, reicht es, dass man die linke Shift, die linke Alt-Taste drückt. Und dann erscheint dieser Marker hier, also der orange Kreis. Dann drückt man die S-Taste. Und damit haben wir den Spawnpunkt für die neue Lieferung festgelegt. Das heißt, da kann man
einiges uns einsparen, weil man nicht immer zum Shop fahren muss. Viel Spaß damit! Der nächste Mod kommt von Modelleicher Farming Agency. Und zwar ist das ein Mod, der nur für PC und Mac gemacht ist, Version 1.0. Und zwar ist dies der Mehrtiergehege möglich Mod, und zwar bis zu 64, also More Husbandries. Im bisherigen Standardspiel konnten bis zu 10 Tierställe oder Tiergehege gebaut werden. Und mit diesem Mod ist diese Zahl erhöht worden auf 64. Der Modder weist ganz klar darauf hin, dass diese Limitierung von 10 von Giants absichtlich gemacht worden ist, um die Performance zu wahren. Also es ist so, wenn du 64 Tiergehege aufstellen willst, dann brauchst du einen richtig guten Rechner. Und es wird auch empfohlen, die 64 Tiergehege nicht direkt nebeneinander zu stellen. Das gleiche gilt auch für den nächsten Mod, und zwar vom selben Modder, Modelleicher Farming Agency. Auch dieser Mod ist nur für PC und Mac. Und zwar ist es so, dass dieser Mod die Maximalanzahl der Produktionsgebäude erhöht. Standardmäßig waren dies zu 60 Produktionsstätten möglich, und dieser Mod ermöglicht dies auf 120 zu erhöhen. Auch hier derselbe Hinweis, also wenn man 120 Produktionsstätten hat, geht es direkt auf die Performance. Der nächste Mod ist von KR Softwares, ist auch ein Mod für PC und Mac in der Version 1.0, und zwar ist das der More Trees. Dies bedeutet, dass mit diesem Mod die Maximalanzahl der Bäume, ich glaube, die war beschränkt auf 200.000, jetzt nicht mehr gilt, also es können mehr Bäume auch gepflanzt werden. Der nächste Mod kommt von Flying Dutchman. Das ist das Meridian Lagersilo. Downloadgröße 0,88 Mega, Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Silo ist ideal für kleinere Farmen. Kostenpunkt ist 23.500 Euro oder je nachdem, was für welche Währung du eingestellt hast. Um dieses Silo zu nutzen, braucht man wie bei den anderen Meridian Silos diese beiden Förderbänder oder Förderrohre. Das gelbe zum Befüllen und das rote zum Entladen. Der nächste Mod kommt von KRKZ Modding. Das ist das ACS Gewichtspaket. Man kann es hier im hohen Gras kaum erkennen. Und zwar beinhaltet das zwei Gewichte, eines von Akko und eines von Case IH. Downloadgröße 1,83 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Dies hier ist das Case-Gewicht, kann auch mit allen möglichen Farben bemalt werden. Und auch das Akku-Gewicht, ganz genau dieselbe Farbpalette möglich. Der nächste Mod kommt von Xui LS, und zwar ist es diese Pitchfork, Preis 2000 Euro. Downloadgröße 0,71 Mega, Version 1.0 für alle Plattformen. Ich glaube, diese Fork ist ideal, wenn man zum Beispiel einen Flüssigkeitentank von A nach B bringen will, einen kleinen Trecker zur Verfügung hat, kann man den hinten anhängen, so wie hier sichtbar. Wie ihr sehen könnt, ist diese Pitchfork auch bemalbar mit verschiedenen Farbtönen. Ganz nach eurem Belieben. Der nächste Mod kommt von Mert. Der Querneland Qualidisc Farmer 3000, Kategorie Scheibenecken, Downloadgröße 5,28 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das ist diese Scheibenecke hier, kann verschieden bemalt werden, ganz nach eurem Belieben. Diese Scheibenecke wiegt 1,6 Tonnen, braucht 100 PS, ist 3 Meter breit und arbeitet bei 17 km/h. Der nächste Mod kommt von Eric FS, und zwar ist das der Güttler PW640 ASL Master. Dieses Gerät wird hier in der Kategorie als Anhänger angegeben, aber ist für mich eher eine Walze. Downloadgröße ist 9,46 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Hier ist es sichtbar, dass es eine Walze ist, welche erweitert werden kann, und zwar mit der Flatspring, und dieser funktioniert gleichzeitig als Grubber. Das ist gut. Dann können wir endlich zwei Arbeitsschritte zusammen machen.
Der nächste Mod kommt von den Autoren Eric Isaac, Agromods und Lucas Santana. Und zwar ist es dieser Random Kipper. Downloadgröße ist 14,18 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das ist dieser Kipper hier. Gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Schmutzfänger hinten. Der kann hier verändert werden. Das Raddesign kann auch angepasst werden auf Radkappen, Radkappen plus Luft oder nichts. Man kann sage und schreibe hier noch eine Anhängerkupplung anbringen. Das heißt, man könnte ja eventuell sogar einen zweiten zusammen mit einem Dolly hinten anhängen. Das gibt ja einen langen Zug. Dann gibt es hier diese Deko-Zusatzbeleuchtung unter der Anhängerkupplung sichtbar. Und dann gibt es hier eine Einstellung, die verstehe ich nicht ganz, aber das ist nicht wichtig. Das ist die Wölbung. Also hier kann ein- oder ausgeschaltet werden. Reifenvarianten gibt es zwei Versionen, einmal brasilianisch und einmal amerikanisch. Die Farbpalette sehen wir hier für die Hauptfarbe wie auch für die Felgenfarbe. Dieser Kipper hat ein Ladevolumen von 60 Kubikmeter, wiegt 8,5 Tonnen und kostet in der Ausführung hier, so wie ich sie jetzt hier stehen habe, knappe 80.000 Euro. Kommen wir wieder zurück nach Europa. Und zwar mit dem Bergmann Carex 370S und zwar voll Schnippel Modding. Downloadgröße 15,69 MB. Version 1.0 und für alle Plattformen. Das ist dieser Ladewagen hier. Hat ein Ladevolumen von 37,5 Kubikmeter, wiegt 9,8 Tonnen. Braucht 180 PS, arbeitet bei 17 km/h. Hier können die Reifen geändert werden auf Trelleborg, Michelin, BKT, Friedestein und zurück zu Trelleborg. Und natürlich, wie die meisten der Ladewagen, kann auch hier ein Siliermetalltank hinzugefügt werden. Und zuletzt kommen wir zu diesem Mod. Ein richtig schöner Mod, passt ganz genau zu den Tagen, die uns gerade bevorstehen. Und zwar kommt dieser Mod von JMZ. Größe 2,02 MB in der Version 1.0 und zwar für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier um diesen Tannenbaum, einen Fichtenbaum mit Weihnachtsbeleuchtung. Ich weiß, es ist nicht Winter hier, aber wir stellen uns vor, dass wir halt jetzt irgendwo im Süden sind. Schöne Detail hier auch die Geschenke für uns Bauern. Da findet sicher der eine oder andere seine Freude dran. Ganz, ganz niedlich gemacht. Super schön. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte die Gelegenheit gleich nutzen, um mich bei euch zu bedanken für die Begleitung durch meine Reise auf diesem YouTube-Kanal. Mr. Bauer Gaming bedankt sich für die Treue, möchte allen natürlich alles Beste wünschen. Ganz, ganz schöne Weihnachten. Genießt es, mit euren Familien zusammen zu sein. Genießt eure Liebsten. Ganz herzlichen Dank. Lasst doch bitte auch noch einen Daumen da. Ein Abo wäre auch ganz schön. Würde dem Kanal enorm weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.